Ein Satz mit X, das war wohl nix. Doch wir reden hier von ganz gezielter grüner Sabotage. Und dann ist Frau Baerbock auch noch so dreist und nimmt die freiheitlich-demokratische Grundordnung und vor allem die Werte des Grundgesetzes hier in den Mund. Leute, völliger Wahnsinn, kann ich euch sagen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Der Asylgipfel der Regierung, er ist gescheitert. Selbst die Union ist fassungslos vom Tisch aufgestanden und hat den Saal verlassen und hat nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, diese Milchmädchenrechnung, diese Verarschung von Menschen, von Bürgern, das ist absolut unwürdig. Denn wir kontrollieren jetzt ab nächste Woche Montag alle deutschen Grenzen und ändern wird sich nichts. Die Zurückweisungen, die bisher stattgefunden haben, an denen wird man festhalten und man will sie angeblich ausweiten. Aber man will sie nur ein bisschen ausweiten. Und dafür, dass wir jetzt mal hier Zahlen auf den Tisch legen, von Januar bis August sind 190.000 Personen über die deutsche Grenze getreten, beziehungsweise wollten. 30.000 von ihnen hat man an der Einreise gehindert. 160.000 haben einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Und jetzt kommt hier Annalena Baerbock um die Ecke und droht uns auch noch. Sie droht uns ganz offen. Hört euch das mal an. Das hindert uns nicht daran, dass wir weiter fortführen werden. Das hindert uns nicht daran, dass wir weiter fortführen werden. So. Ja? Hören wir mal an, was sie noch so vom Besten gibt. In einer Zeit, wo unsere Demokratie von außen und von innen herausgefordert ist, deutlich zu machen, um es pathetisch zu sagen, wie Marco Buschmann, im Sinne unseres Grundgesetzes und dass wir 75 Jahre parlamentarische Demokratie gerade feiern, deutlich zu machen, dass die liberale Demokratie stärker ist als die Feinde unserer Verfassung. Und das können wir vor allen Dingen dann deutlich machen, wenn wir sagen, wir lassen uns als Gesellschaft nicht spalten. Weder als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in Gruppen, wer hier geboren ist oder wer zugezogen ist, sondern diese Verfassung ist so stark, weil sie von allen getragen wird, die von mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und genau das machen Sie nicht, Frau Baerbock. Sie treten das Grundgesetz wahrlich mit Füßen. Wo sollen wir anfangen? Artikel 16a, viel zitiert, das Grundrecht auf Asyl. Absatz 1, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Unwidersprochen unterschreibe ich das. Artikel 16a2 Grundgesetz sagt aber, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einer Mitgliedschaft der Europäischen Gemeinschaft einreist und so weiter und so fort. Das Ganze haben wir auch, Paragraph 18 Asylgesetz. Im ersten Absatz wird hier geregelt, dass ein Ausländer, der hier Asyl ruft, dann unverzüglich an die zuständige Stelle überstellt werden soll. Paragraph 2 sagt allerdings, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist, ist ihm die Einreise zu verweigern. Da steht nicht, ihm ist die Einreise zu verweigern, nur wenn er kein Asyl sagt. Also sie drehen das Recht und biegen es, wie sie unbedingt wollen. Jetzt hat Frau Faeser vorgestellt ein Modell, nach dem jetzt allen Ernstes die Migranten an der Grenze nicht zurückgewiesen werden sollen, sondern alle, die Asyl sagen, lassen wir herein, bauen kurz hinter der Grenze jetzt ein Grenzlager, also ein sogenanntes modernes Konzentrationslager, wo wir Flüchtlinge dann konzentrieren, um das jetzt mal verbal wirklich zu übertreiben und zu eskalieren, denn nur so verstehen es die Leute. Wir lassen Leute rein, um dann zu prüfen, ob sie hier bleiben dürfen, um sie dann zurückzuschieben. Sie nennen das Zurückweisung, aber sie wollen jetzt beschleunigte Dublin-Verfahren an der Grenze. Dazu muss man wissen, dass Dublin seit 2015 ja nicht funktioniert, gar nicht angewendet wird. Es scheitert, also es mangelt meistens an den Partnerstaaten, dass sie zeitnah diese Rücküberstellung hier auch akzeptieren. Denn nach der Dublin-Verordnung heißt es, wenn in Deutschland jemand steht und Asyl ruft, wird erstmal in der EU geschaut, ob er denn nicht schon irgendwo vorher war. Und wenn sich das jetzt wieder rumspricht, dann wird einfach weiterhin nicht registriert im Eurodac-System. Das Ganze ist an Absurdität überhaupt nicht mehr zu überbieten. Und selbst unsere Bundespolizei hat schon angekündigt, wenn die Maßnahmen, die heute Abend hier besprochen und beschlossen werden sollten oder sind, wirklich so in die Tat umgesetzt werden ab nächste Woche Montag, dann wird die Bundespolizei der Innenministerin die Empfehlung geben, dass die Polizei nicht an die Grenze ausrückt, weil sie sagen, der Personaleinsatz für den Kosten-Nutzen, den wir daraus haben, wenn wir nicht alle zurückweisen, ist absolut jämmerlich.
denn 160.000 Leute hat man über die Grenze gelassen dieses Jahr, um ihnen hier einen Asylantrag zu ermöglichen, obwohl unser Grundgesetz und unser Asylgesetz beide was anderes sagen und auch die Dublin-III-Verordnung sagt nicht, der Migrant kann sich das Land aussuchen, in das er hingeht, sondern es gibt hier Kriterien, an die man sich halten muss. Und worüber hier gar keiner sprechen will, ist, dass alle anderen europäischen Staaten die Leute einfach ungehindert durchlassen nach Europa. Niemand schützt sein eigenes Land, niemand schützt seine eigenen Grenzen, niemand schützt die europäischen Außengrenzen. In Österreich kommt jetzt bald die Nationalratswahl dazu. In Brandenburg ist Wahl. Doch auch unabhängig von Brandenburg wird dieses Thema der Migration jetzt weiter hochkochen. Mannheim, Solingen, die ganzen Orte, es geht einfach immer nur so weiter und es wird schlimmer. Und jetzt haben sie den Salat und sie sind hier nicht bereit. Die FDP und die SPD haben beide ihre eigene Partei geopfert, um die Grünen hier nicht vom Koalitionstisch zu verprellen. Dabei wäre es genau jetzt der Zeitpunkt gewesen, dass die Grünen aufstehen und den Tisch verlassen und wir alle schön still und leise sagen können, ihr habt genau gesehen, was ich gesagt habe, und dann sollen sie einfach dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Es ist völliger Wahnsinn, ja? Und jetzt bin ich mal gespannt. Sie kündigen ja an, dass sie trotzdem so weitermachen und jetzt wird einfach nichts passieren ab nächster Woche. Die Zurückweisungen werden in der Summe der Anzahl nicht wirklich steigen, nur minimal. Und es wird dann weiterhin erstmal an der Grenze jeder hereingelassen, versorgt und dann wird erstmal geprüft, weil ich mir sagen muss, Leute, und dann noch das Wort Grundgesetz in den Mund nehmen. Die Leute, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ja, und damit meint Frau Baerbock niemand anderes als die AfD, die hier gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren würden, weil dann auch Leute eingeteilt werden, in welche die hier zugezogen sind und welche die hier geboren sind. Und da muss man nur mal sagen, Frau Baerbock, die Einteilung in Menschen, die hier geboren sind und die hier zugezogen sind, kommt von ihrer Regierung. Absoluter Wahnsinn, was Sie da erzählen. Welche Regierung? Die Bundesregierung veröffentlicht eine Statistik, wo Leute auftauchen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Dann gibt es Statistiken mit Nichtdeutschen, mit Deutschen, mit nichtdeutschen Tatverdächtigen. Wer denkt sich das aus? Ja, genau. Die Feinde der Demokratie im Inneren wie im Äußeren. Annalena, du solltest mal zu einem Psychiater gehen, eventuell auch zu einem Psychologen. Und vor allem, ich glaube, sie sollten alle aufhören, irgendwelche verbotenen Substanzen zu konsumieren und sollten sich vielleicht mal ein paar richtige Medikamente, ein paar verschreibungspflichtige Medikamente holen, die sie eventuell auf den Boden der Tatsachen holen. Vielleicht brauchen manche einfach nur ein Erwachen aus der Narkose. Die ganze Regierung liegt in Vollnarkose sozusagen. Und Olaf Scholz ist jetzt der große, große Verlierer, denn mit ihm geht es jetzt nach Hause. Er hat gedacht, er kann ohne die Richtlinienkompetenz einzusetzen, hier für klare Verhältnisse in der Koalition sorgen. Und was ist passiert? Jeder macht, was er will und vor allem, es geht einfach so weiter. Unsere Bundespolizisten rücken jetzt aus. Mit welchem konkreten Auftrag für Montag, außer dem bisherigen, ist jetzt erstmal völlig unklar. Nicht nur Österreich hat jetzt schon interveniert. Auch Polen hat jetzt interveniert und genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen die Eskalation in Europa und hört auf mit diesem, das gefährdet den Binnenmarkt. Leute, wenn ihr weiterhin unkontrollierte Migration zulasst, gefährdet das viel mehr den Binnenmarkt, als wenn wir jetzt mal temporär die Grenzen schließen, damit wir endlich mal alle wieder wach werden und wissen, wie man europäische Außengrenzen schützen muss. Die Ungarn und die Polen haben das vorgemacht. Man muss Außengrenzen auch mit Waffengewalt schützen. Und ja, man muss manchmal an der Grenze auch schießen und dann gibt es auch Tote, denn Also Schüsse passieren nicht mit Rosinen oder Bonbons, sondern da fliegen Bleikugeln raus, treffen andere Menschen und töten diese Menschen im Zweifel. Aber genau das ist es, was einen Staat am Ende ausmacht. Ein Staat definiert sich durch sein Volk, durch sein Staatsgebiet und dadurch, dass er mit seiner Staatsmacht sein Volk in seinem Staatsgebiet auch beschützen kann. Wenn das Ganze nicht mehr stattfindet, dann ist es am Ende auch kein Staat. Und das ist es, was die Leute immer nicht kapieren wollen. Sollen sie mir weggehen mit ihrer Genfer Flüchtlingskonvention? Nirgendwo steht geschrieben, dass ich einen Flüchtling aussuchen kann, in welchem Land er hier Schutz suchen kann. Das ist
immer nationale Gesetzgebung. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die sagt nur, dass man Anspruch hat auf Schutz. Und alle anderen Regeln regelt der Chef des Hauses. Und das ist derjenige, der die Zeche bezahlt. Und wer bezahlt die Zeche hier? Das bist du, das bin ich. Wir zahlen die Zeche hier im Haus. Wir sind die Letzten, die das Licht ausmachen. Und wir sind es, die die Regeln hier bestimmen können. Es passt halt manchen nicht und ein ganzes Land wird jetzt wieder unter der Diktatur der grünen Sekte leiden. Ein paar wenige Prozent, fast 10 sind es noch auf Bundesebene. Leider sind es die, die uns hier in Geiselhaft nehmen, die uns dann auch noch entwürdigend entgegentreten und sagen, auf dem Boden des Grundgesetzes, Frau Baerbock, ich würde Ihnen das Grundgesetz gerne mal links und rechts zwischen die Ohren und vor. Sie wissen genau, was ich meine, Frau Baerbock. Wenn wir uns demnächst mal sehen, ich glaube, Sie haben keine Zeit für mich, aber ich würde Sie da mal persönlich direkt darauf ansprechen, wie Sie denn hier diesen Widerspruch auflösen wollen, dass selbst in den Gesetzen, auf die Sie sich berufen, drinsteht, dass die Leute kein Bleiberecht haben. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal und auch Auswandern mit Kopf, meinem neuen Zweitkanal für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden ist was dabei und wir leben in spannenden Zeiten, das Thema Migration. Es fängt jetzt erst wieder an, richtig groß zu werden. Ich bin gespannt, was der Herbst noch für uns bereithält. Es wird auf jeden Fall ein heißer Herbst. Damit ciao, bis bald.